Alexa, starte iHouse. Willkommen zu einem neuen iHouse Tutorial. In dieser Folge zeigen wir dir, wie du dank der iHouse App deine Sonos-Geräte mit Alexa steuern kannst. Lade dir dazu zuerst die iHouse App herunter und folge nun den Anleitungen im Video. Alexa, vielen Dank für diese Einleitung. Um iOS Alexa und Co. funktionsbereit zu machen, muss das Heim-WLAN ausgewählt werden. Zusätzlich muss ein Gerät, wie zum Beispiel das iPad, in den Servermodus versetzt werden, um 24/7 im Vordergrund zu laufen. Nun lernen wir die Sonos Play 5 in iOS ein. Erstelle dazu einen Musiklink. Das geht ganz einfach. Klicke im gewünschten Raum auf Plus hinzufügen und wähle dann im Linkit Store das Musiklinkit aus. Scrolle dazu runter bis zum Musiklinkit. Nun wird dein Netzwerk nach allen Sonos-Geräten durchsucht, die du zuvor in der Sonos-App konfiguriert hast. Wähle jetzt die Sonos Play 5 aus. Das Musiklinkit ist nun erstellt. Glückwunsch dazu! Damit du mit Alexa deine Sonos steuern kannst, musst du nur ein Summit erstellen, also eine Smart Home Szene. Klicke dazu wieder auf Hinzufügen und anschließend auf Summit. Unter dem Menüfeld Dann kannst du nun eine Aktion auswählen. Hier wählen wir den Schalter An aus. Mit Klick auf oben links kommen wir zurück ins Hauptmenü und können jetzt unser Summit umbenennen. Unter Konfigurieren änderst du den Namen. Tippe hier Sonos ein und geh wieder zurück zum Homebildschirm. Wenn du im Raum auf Konfigurieren drückst, kannst du dein Summit nach Belieben größer ziehen. Um die Sonos per Alexa wieder auszuschalten, erstelle ein weiteres Summit. Der Schalter muss nun auf Ausgestellt werden. Dieses Summit kannst du nun wieder umbenennen. Nenne es beispielsweise Sonos aus. Und geh wieder zurück zum Homebildschirm. Hier kannst du dein Summit auch wieder größer ziehen. So, fertig. Geh nun in die Alexa-App. Aktiviere in der Rubrik Smart Home das iHouse-Skill und lass Alexa deine Geräte finden. Deine beiden Summits werden dann von Alexa gefunden. Mit dem Befehl Alexa, schalte Sonos ein oder Alexa, starte Szene Sonos aus, kannst du nun deine Sonos-Geräte per Alexa steuern. Viel Spaß dabei wünscht dir dein iHouse-Team.